Geburtstagsparty in Dessau. Das hier beheimatete Bahnreparaturwerk wurde 75 Jahre alt. Doch trotz der offenen Türen hielt sich der Publikumsandrang in Grenzen. Dabei hätte das Geburtstagskind durchaus mehr Beachtung verdient. Das Werk ist heute das letzte Ausbesserungswerk für Elektroloks, das die Bahn in Deutschland noch unterhält. Es hat eine wechselvolle, facettenreiche Geschichte. Ab 1923 wurde in der Muldestadt gebaut. Viele Anregungen vom Dessauer Bauhaus flossen ein. 1929 war das Werk arbeitsbereit. Anfangs gab es nur wenig zu tun. E-Loks waren noch Raritäten auf deutschen Schienen. Nach 1933 wurde das Werk mehr und mehr zu einem Rüstungsbetrieb. Während des Zweiten Weltkrieges montierte man in der großen Halle für die Junkerswerke Flugzeuge, überwiegend Ju-52. Bei Kriegsende lag der Betrieb zum großen Teil in Trümmern. Was an Maschinen erhalten war, wurde in die Sowjetunion abtransportiert. Ab Ende 1946 arbeitete das RAW wieder. Zunächst wurden Güterwagen und Dampfloks repariert. 1953 gab die Sowjetunion die als Reparationsgut abtransportierten E-Loks an die DDR zurück. Nun blühte das Werk allmählich wieder auf. Doch auf seinen unangefochtenen Spitzenplatz in der deutschen Bahnwelt gelangte es erst nach der Wende. Heute werden hier im Monat rund 120 E-Loks hauptuntersucht. Die Arbeiten dafür dauern pro Maschine 5 bis 7 Tage. In den letzten Jahren plagte die Dessauer die Sorge, ihr Betrieb könnte bei der Neuordnung der Bahnreparaturwerke auf der Strecke bleiben. Doch dieser Kelch ging an ihnen vorbei. Es kam ganz anders. Seit Januar diesen Jahres ist das Werk Dessau im Werkeverbund der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH allein verantwortlich für die Instandsetzung der elektrischen Triebfahrzeuge bei der Deutschen Bahn und auch außerhalb der Deutschen Bahn. Es handelt sich dabei um etwa 3000 elektrische Lokomotiven der verschiedensten Typen. Und wir haben hier im Werk Dessau die Aufgabe übernommen, uns auf all diese Fahrzeugtypen technologisch vorzubereiten, um die Instandhaltung qualitätsgerecht abzusichern. Auch das gehört zu den Aufgaben. Diese verunfallte 152er wird einen neuen Wagenkasten erhalten. Der Lokführer wurde übrigens nur leicht verletzt. Die normale E-Lok-Ausbesserung ist für die Dessauer Lokschlosser Routine auf hohem Niveau. Nach der Demontage werden alle Einzelkomponenten in speziellen Werkstätten überholt. In der Radsatzwerkstatt nimmt man sich der Räder und Achsen an. Dazu gehört auch das Aufziehen von neuen Radreifen, hier beim Aufschrumpfen. Alle 8 Jahre steht für jede E-Lok eine Grundinstandhaltung an. Die Fahrwerke und Antriebe werden allerdings kilometerabhängig untersucht. Doch dazu ist Dessau gut gerüstet. Für jede Überholung gibt es entsprechende Maschinen und natürlich fachkundiges Personal. Die Trafo-Werkstatt, eine der wenigen Bauteile, die trotz des technischen Fortschritts kaum kleiner und leichter geworden sind. Zwar ist die Leistung deutlich gestiegen, doch gehören die Trafos immer noch zu den schwersten Bauteilen einer E-Lok. Die Motorenwerkstatt, hier wird der eigentliche Antrieb wieder fit gemacht. Dazu gehört natürlich auch eine Totaldemontage. Ausgebaut wird unter anderem der Rotor, das Motorkernstück. Über ihn wird Strom und Spannung zur Bewegungsenergie. Noch immer gibt es viel Handarbeit im Werk. Die arbeitsplatzfressende Automation hält sich in Grenzen. Doch die Qualität der modernen Loks wird immer besser, der Reparaturaufwand verringert sich. Und so stehen, wie man hört, 200 Arbeitsplätze auf der Kippe. Hier werden die Hauptschalter überholt.
Auch in der Drehgestellwerkstatt laufen die Arbeiten auf Hochtouren. An allen Ecken und Kanten wird geschraubt, geschweißt und geschliffen. Noch sind sie in der Hauptinstandhaltung, die sogenannten Energiecontainer der Baureihe 155. Sie entstanden in den frühen 80er Jahren bei LEW Hennigsdorf. Daneben die westdeutsche Konkurrenz, die Baureihe 151. Im Maschinenraum der 155 wird bereits die Einrichtung zusammengebaut. Wesentlich weiter ist die 151, deren Innenleben wieder fast komplett ist. Seite an Seite stehen nun schon seit den frühen 90er Jahren hier in Dessau Ost und West in der Hauptinstandhaltung. Metropolitan, ein großer Name für einen besonderen Zug. Doch er floppte, brachte nicht die erwarteten Ziele. Im November 2004 weilte 101/130 zur Umlackierung im Werk. Bald wird sie sich in Verkehrsrot nicht mehr von ihren Schwestern unterscheiden. Neben der Baureihe 101 gehören heute auch alle anderen modernen E-Loks in Dessau zum täglichen Brot. Insbesondere die Antriebsinstandhaltung für die Neubaufahrzeuge stellt uns vor besondere Aufgaben. Wir haben dazu im Werk Dessau eine Investitionsmaßnahme auf den Weg gebracht. Das heißt, wir bauen eine völlig neue Antriebsinstandhaltungswerkstatt auf, die es uns gestattet, diese neuen Fahrzeugtypen und auch die Antriebe dieser Fahrzeugtypen instand zu halten. Vor der Auslieferung werden natürlich alle Maschinen Probe gefahren. Im Werk selbst gibt es dafür extra Gleise, auf denen die Laufprobe durchgeführt wird. Eine Bügelfalte macht gerade die ersten Fahrversuche nach der Untersuchung. Eine Voll-HU hat diese 143er erhalten. Im frischen Lack glänzt sie in der Mittagssonne. Noch einmal zurück in die große Werkhalle, denn in Dessau werden nicht nur E-Loks ausgewässert. Die Bahn unterhält hier auch ein großes Ausbildungsinstitut. Aus dem Lokschlosser ist mittlerweile der Mechatroniker geworden. Im Maschinenraum der Porsche Lok 152/041 dürfen die Azubis bereits selbst Hand anlegen. Im heutigen Einheitsbild plötzlich ein Farbtupfer. E18047 ist wieder betriebsfähig. Die Museumslok der Bahn hatte über 8 Jahre auf diesen Moment warten müssen. Sie ist damit die letzte von ehemals 53 Lokomotiven, die jetzt wieder fahren kann. Die Baureihe E18 wurde von 1935 bis 1940 gebaut. Damals das modernste vom Modernen. Anfang März 2005 dann die feierliche Übergabe. Betriebsbuch und Schlüssel übernahmen Nostalgie-Reisenchef Klaus Rethorn. E18047 sieht so aus, als habe sie eben ihr Herstellerwerk, das ehemalige AEG-Werk in Hennigsdorf, Fabrik neu verlassen. Das war am 7. Januar 1939. Auch innen ist alles wieder hergerichtet worden. Nur die Sicherungstechnik ist den heutigen Maßstäben angeglichen. Nun steht die ehrwürdige E18 wieder für Sonderfahrten zur Verfügung. Freuen wir uns daher über die letzte betriebsfähige Vertreterin dieser Gattung.